dann will ich euch heute ein bisschen was über, also was meine Meinung zu dem Thema Musik beim Motorradfahren angeht, ein bisschen was erzählen, weil es schon ein heikles Thema ist, finde ich immer. Ja, weil Leute, also vor allem in der Stadt finde ich es ein heikles Thema. Weil halt die Sache so ist, dass du mit der Musik im Ohr, du hast ja sowieso schon einen Helm auf und deine Wahrnehmung, also vom Hören her, ist dadurch ja schon ein bisschen gehemmt, weil du einfach weniger hörst, als wenn du keinen Helm auf hast. Und die Thematik ist halt jetzt, wenn ich jetzt dann noch zusätzlich Ohrstöpsel drin habe, plus den Sound von der Musik, dann hört man meiner Meinung nach einfach viel zu wenig beziehungsweise fast gar nichts mehr. Und als Motorradfahrer ist es eben auch so, du musst einfach für die anderen mitdenken. Was ich damit meine ist, das reicht nicht einfach, ja, zu fahren, sondern du musst quasi für die Autofahrer, die in deiner Umgebung sind, musst du mitdenken. Und dadurch brauchst du auf jeden Fall auch all deine Sinne. Also damit meine ich jetzt speziell eher in dem Fall das Hören, weil ohne dem, also wenn es zum Beispiel auf der Autobahn oder hier in der Stadt einer von hinten angeschossen kommt und du hörst es nicht und du schaust in deinen Spiegel, hast vielleicht gerade auch noch so ein bisschen toten Winkel oder so am Start, dann ja, dann ist es einfach lebensgefährlich, weil wenn der dich von hinten mitnimmt, da hast du einfach keine Chance. So, und das ist jetzt das, warum ich in München eigentlich nie mit dem Moped in die Stadt fahre, weil du kommst zwischen den Autos so beschissen durch, so beschissen durch, selbst als Rollerfahrer musst du dich hinten anstellen und das ist einfach nicht geil. Und ich weiß nicht warum, sagte ich eigentlich heute Morgen geht's vom Verkehr, nur es ist schlimmer als wenn ich später losgefahren wäre. Alter, das ist echt richtig für den Arsch. Man kommt da halt echt fast nicht durch. Also ich versuch's jetzt mal ein bisschen. Es geht zwar schon, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach eng, seht ihr selbst. Also dieses Traffic-Filtern, oder wie man es auch immer nennen will, ist schon eine schwierige Sache. Da muss man immer auf der Hut sein und ganz im Ernst, es ist halt eigentlich voll nicht wert, immer hier irgendwie einen Außenspiegel abzufahren. Ich habe zwar, wie gesagt, noch keinen mitgenommen, aber das passiert halt schneller, als dass man denkt. Und wenn ich hängen bleibe, dann ist es nicht ein Spiegel, sondern dann ist es mein Lenker. Und das ist eher unangenehm. Naja, zurück zum Thema. Also meine Meinung zu dem Thema Musik ist, bin irgendwie strikt dagegen, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, klar, es ist ganz cool und so weiter und so fort, aber man lässt sich auch eventuell mit der Musik sogar verleiten. Was ich damit halt meine, ist, wenn man jetzt mal ein bisschen zügiger unterwegs ist, so im kurvigen Bereich vor allem, dass man dann vielleicht sagt, boah, krass, jetzt geil, das Musik hier, übel heftig, da will ich jetzt eins auffahren und so. Und beim Motorradfahren ist es das halt einfach nicht wert, weil da spielt man dann zu krank mit seinem Leben, meiner Meinung nach. Und ja, das mal zu dem Thema. Also meine absolute Meinung, ich würde es nicht machen. Ich bin strikt dagegen, ich sage das auch immer meinen Kollegen, weil viele da immer mit Musik fahren. Die müssen es selber wissen, sind alt genug. Ich sage immer nur mein Rat, ich sage immer, nee, macht es lieber nicht. Irgendwann bereut er es noch. Ja, genau. Was ist da los? Geht schon wieder nichts voran. Was schaust denn du so blöd? Bist du dummisch oder was? Ha? Grün ist die Ampel, Jungs, grün. Grüner wird's nicht. Grüner wird's nicht. Das dauert jetzt immer, bis diese scheiß Ampel da vorne grün wird. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Was macht er? Mit dem Drive-Now-Auto angeben. Vogel. Das ist auch immer das. Diese Karren werden hergebumst, dass alles zu Ende ist. Und letztens fahre ich auf dem Metroparkplatz am Sonntag. Steht da einer mit einem 1er BMW, 1,16 glaube ich, oder was weiß ich, Benziner, und dreht seine hässlichen Donuts, wenn man davon überhaupt reden kann. Aber so ein Möchtegern einfach.
so schlimm. Frischer Teerbelag, das ist wirklich erst 3 Wochen alt, der Teer hier. Oder 2. Musste man auch ein bisschen aufpassen mit dem Motorrad, weil, wie ihr schon wisst, der Teer, naja, besteht halt aus weiß ich nicht wie viel Prozent Erdöl. Und der die ersten Wochen halt quasi das Erdöl nach oben treibt. Und dadurch hast du halt im Prinzip Öl an der Oberfläche. Und ja, Öl und Gummi, wie soll ich sagen, das gibt nicht das beste Grip-Niveau. Und da mein Reifen auch noch relativ frisch neu ist, ja, gehen wir das Ganze eher mal ein bisschen sachte an. Weil in der Jeans auf die Goschen fallen, allgemein auf die Goschen fallen, nichts gut.